Wie schön, dass du gekommen bist. Dann kann ich dir diesen Birthday Cake Slime zeigen. Einen Geburtstagskuchen Slime. Erstmal mache ich hier die Hülle ab. Hier oben, da sieht man lauter Styroporkügelchen. Bunte. Und wenn man hier den Slime von der Seite anschaut, sieht man, da unten sind keine. Das ist, weil immer wenn ich den in eine Schüssel tue und ein paar Stunden stehen lasse, dann steigen diese Styroporkügelchen auf. Das machen die bestimmt, weil die leichter sind als der Slime. Und dann, wenn die so schön aufgestiegen sind, dann macht es sehr viel Spaß, da so reinzustupfen. Es hört sich jetzt schon beim vorsichtig Drücken sehr gut an. Und jetzt stupfe ich mal ordentlich. Und wenn ich jetzt so damit knete, dann verteilen sich die Styroporkügelchen wieder gleichmäßig. Diesen Slime habe ich für meinen Hauptkanal gemacht, anlässlich der 20.000 Abonnenten, die ich gerade erreicht habe. Und ich dachte mir, na, den kann ich eigentlich auch sehr gut für meinen ASMR-Kanal nutzen, um die 700 Abonnenten noch ein bisschen zu feiern. Das ist jetzt zwar schon ein paar Tage her, dass ich die 700 Abonnenten erreicht habe, aber ich denke mal, feiern kann man das ja immer noch. Also, ihr lieben Abonnenten, ich danke euch sehr für euer Interesse an meinen Videos. Der Slime ist jetzt ein bisschen klebrig, weil es bei uns immer noch so warm ist. Aber ich denke, wenn sich die Kügelchen gut verteilt haben, wird er nicht mehr so klebrig sein. Ich finde, es hört sich toll an, wenn man ihn so aus der Schüssel zieht. So. Ist jetzt ganz ähnlich wie so ein Flow, aber es sind weniger Styroporkügelchen drin und darum bleibt der Slime ähnlicher. Ist nicht ganz so hart. Man kann ihn noch besser ziehen.
tolle Geräusche. Das ist auch der größte Slime, den ich bisher je gemacht habe. Als ich den frisch angerührt hatte, da war der noch doppelt so groß von dem ganzen Rasierschaum. Aber auch jetzt finde ich ihn noch ganz ordentlich gigantisch. Er ist natürlich kein so ein XXXL-Slime, wie manche ihn machen, den man mit dem Betonmischer anmischen muss. Aber ich finde ihn schon recht groß. Man kann auch eine Schnecke mit dem machen, aber die ist richtig groß. Die passt kaum auf beide Hände.
Er fühlt sich so schön angenehm noppig an durch diese Styroporkügelchen. Es ist also eine andere haptische Erfahrung als ein Slime ohne diese Kügelchen.
Ja, meine Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Träumt was Schönes. Gute Nacht.